Ja, das waren sie also, die Ö3 Singletage. Wir haben das zum ersten Mal gemacht, insofern haben wir nicht gewusst, was uns erwartet und deswegen allein schon sind unsere Erwartungen total übertroffen worden. Weil es haben sich wirklich viele gemeldet, die hierher gekommen sind und sich quasi auf den Marktplatz geworfen haben. Also es hat mich überrascht, würde ich mich nie trauen, mich vor Österreich hinstellen und sagen, ja, ledig, Single, sucht. Ich bin die Caro, bin 24, bin aus Mitterbacher Merlaufsee und suche einen Seelenverwandten, der genauso Filmfreak ist wie ich. Hallo, mein Name ist Philipp, ich bin aus Graz. Ja, hallo, ich bin der Marco, bin 26 aus Dulln. Hi, ich bin die Sabrina, ich komme aus St. Johann und bin Single. Hi, ich bin die Manu, 21 aus Wien, noch immer Single auch. Ich bin der Thomas, bin 25 Jahre alt, komme aus Regensburg in Bayern. Hallo, servus, ich bin's der Martin, 24 aus der Schwagram in Niederösterreich. Ich war jetzt heute dabei bei den Ö3 Singletagen. Ich bin die Anja aus dem Burgenland, 28 Jahre alt und ich suche einen Mann. Hallo, ich bin die Verena und ich komme aus Linz und ich suche meinen Traummann. Supergirl und sie ist hier und vor allem sie ist zu haben. Deswegen ist sie da. Verena Amelsdorfer, von Linz. Supergirl ist so der Song, der dich am besten beschreibt, hast du gesagt. Ja, ich glaube, er beschreibt mich ganz gut. Warum denn? Ja, da geht es um eine bodenständige, starke Frau. Ich glaube, das trifft ganz gut zu mir zu. Auf mit dir. Es war total spannend da bei Ö3. Zu Beginn war ich total nervös, aber es hat sich schnell gelegt und es hat mir richtig Spaß gemacht. Es war für viele Kandidaten natürlich eine sehr ungewohnte Situation. Viele fremde Menschen hören jetzt ganz genau zu. Man spricht das erste Mal in ein Mikro. Wie verhalte ich mich? Ich höre zum Beispiel zum ersten Mal meine Stimme. Ja, es war schon ein Bursche dabei, der was mir recht taugt. Geflirtet. Was mich wirklich überrascht hat, wie schnell dann offenbar scheinbar das Feuer zu brennen beginnt. Also da, die waren noch nicht mal dann wieder getrennt und eigentlich haben wir ja so gesagt, wir geben allen am Ende der 3 Tage die Telefonnummern von den diversen Interessentinnen und Interessenten und dann rufen die zurück, wenn sie wollen. Das hat es aber gar nicht gebraucht, weil die dann kam man sie nicht mehr auf Sendung, ist schon losgegangen mit WhatsApp. Also die Verena und Wittekessen. Hallo, bin der Patrick, komme aus Stanz im Würztal, bin 19 Jahre alt und war heute bei den Ö3 Singletagen. Mein Name ist Markus, ich bin 26 Jahre alt und war heute bei den Ö3 Singletagen. Es waren die Ö3 Singletage 2016. Es waren 3 sehr lustige Tage, es waren sehr interessante Gäste dabei. Ich habe diesen Mut sehr bewundert, den viele Kandidaten mitgebracht haben und sich wirklich vor Österreich zu stellen und Fragen, auch teilweise sehr intime Fragen zu beantworten. Bin öfter mal im Fitnessstudio, sagt er da oben. Ja, ich nicht, aber okay. Und beruflich ist er Exekutivbeamter. Ein Beamter. Ja. Spontanität ist, glaube ich, auch ganz oft. Also Du lässt dich auch gerne mitreißen. Ja, ich lasse mich ganz gerne. Ich habe jetzt nichts gegen einen Tag oder zwei auf der Couch im Urlaub, aber ab und zu dann doch irgendwas spontanes starten oder irgendwas Verrücktes machen ist, glaube ich, auch ganz cool. Das wissen meine Eltern bis heute nicht über mich. Da muss ich gestehen, da habe ich ein bisschen gelogen. Und meine Eltern wissen alles über mich, hast du geschrieben? Ja. Was wissen sie nicht? Ich bin Batman. Nein. Du bist Batman? Gut. Bei uns hat man ja dann noch den Menschen dahinter kennengelernt und das war dann schon sehr cool. Du bist Baujahr 96. Ja. Dein Auto ist Baujahr? 2001. Wie viel hast du denn Autos? Nur eines. Nur eines. Aber du fummelst an vielen anderen Autos herum, oder? An sehr vielen. Es war sehr aufregend. Es war sehr interessant. Ich habe 2 Telefonnummern gekriegt. Hab auch mit 2 Burschen telefoniert. Ja, schauen wir, was draus wird. Eine Woche am Strand liegen, geht das oder wird euch das zu fad, Lisa? Mir wird es zu fad. Sehe genauso. Naja, also ich meine, Manuel, Lisa treffen oder nicht treffen? Gerne, natürlich, auf jeden Fall. Lisa, Manuel treffen oder nicht treffen? Freilich. Bitte.
Hallo, mein Name ist Katharina, ich bin 21, komme aus der Hinterbrühl und war heute am dritten Tag von den Ö3-Singletagen da. Und man muss echt sagen, es ist echt eine Bereicherung. Ja, ich denke, die Flamme meines Lebens wird mich schon noch finden. Oder ich werde sie finden. Verliebt ist jetzt ein sehr starkes Wort, das will ich jetzt noch nicht verwenden. Aber ich bin am Schreiben, ich habe Kontakt und schauen wir, was draus wird. Ja, weil ich generell der Meinung bin, es gehört mehr geschmust. Wir wollten einfach, dass mehr geschmust wird in Österreich und ich glaube, das wird. 2016 wird ein gutes Jahr für Party da waren.